Willkommen zum Satzang. Herzlich willkommen an alle. Vielen Dank an Devaseto und das JetztTV-Team, die das hier möglich machen. Und ja, hat jemand eine Frage? Es gibt eine Frage im Chat von Bruno. Hallo Jens, ich leide unermesslich. Wie finde ich Erlösung? Danke. Das ist kurz und knapp und ja, erstmal vielen Dank für diese Ehrlichkeit. Ich kenne das, ich habe das auch schon, ich habe auch intensive Leidensphasen hinter mir. Die schlimmsten waren Depressionen über Monate, einmal sogar über anderthalb Jahre eine. Schmerz und Leid sind ein Bestandteil des Lebens hier auf der Erde, ganz normal. Also ein Bestandteil der Dualität, möchte ich sagen. Ja. Also es ist ein Teil des Universums und es wird wahrscheinlich auch immer ein Teil des Universums bleiben. Schmerz ist erstmal noch etwas anderes als Leid. Schmerz ist eben mehr so das Konkrete, finde ich. Das ist für mich das Konkrete, ja, das also körperliche oder emotionale, seelische Schmerzen, die meistens relativ konkret begründet sind. Leid ist meistens, ist eigentlich die Ausbaustufe, kann man sagen. Das ist quasi etwas Unerwünschtes plus dem dringenden Wunsch, das loszuwerden. Nun ist es so, dass das, was wir wirklich sind, vollkommen unberührt ist von Schmerz und Leid und sogar vollkommen unberührt von dem ganzen Universum, könnte man sagen. Das hört sich jetzt vielleicht ziemlich abgehoben an, aber aus meiner Sicht ist es so, dass das, was wir sind, vollkommen frei von allem ist. Wir sind sowohl frei quasi von Freude als auch von Schmerz und Leid. Und du hast gefragt, was kannst du tun? Habe ich das richtig in Erinnerung? Was kann man da machen? Wie finde ich Erlösung? Wie findest du Erlösung? Ja, genau. Die Erlösung ist an sich in dem, was du schon bist. Ja, das ist, du kannst keine Erlösung finden als die, die du schon bist bereits. Das ist, wenn ich dir das jetzt... Wenn du Schmerz und Leid erlebst gerade, dann ist das sicherlich, hört sich das vielleicht erstmal komisch an. Aber es ist bereits so, dass du das bist. Ja? Also du kannst das nicht finden. Diese Erlösung ist genau das Loslassen von allen Versuchen, irgendetwas ändern zu wollen an dem, wie es ist. Der Buddhismus sagt, dass die Erleuchtung das Ende allen Leids ist. Ich finde das etwas salopp gesagt so. Es ist sicherlich, ist die Erleuchtung das Ende, das nicht das, was angeht, als das, was du bist. Also ich kann nur sagen, dass jetzt, wo, also ich meine Erlösung gefunden habe für mich, beziehungsweise nicht gefunden habe, sondern die wurde mir sozusagen geschenkt, ist eigentlich das Leben ganz genauso wie vorher. Nur es geht mich, dieses, was ich immer bin, dieses Non-Duale, was immer alles erfährt und überall ist, das ist überhaupt nicht davon betroffen, von dem, was dieser Person hier passiert.
Ja, ich kann das, das ist so eine wie als sei das gespalten, das ist aber nicht gespalten in Wahrheit. Aber ich muss es so erklären erstmal, ja. Also dieser Person Jens, der könnte jetzt Schlimmes hier passieren, meinetwegen, ja. Und das würde aber dem, was ich bin, überhaupt nichts ausmachen. Das hört sich vielleicht herzlos an aber es ist genau das Gegenteil davon. Ja, denn das, was ich bin, ist die reine Liebe für alles und wirklich alles. Wenn ich alles sage, meine ich alles. Ja, auch Liebe letztlich auch für Schmerz und Leid. Also nicht im Sinne, dass ich das zufügen möchte, jemand oder so, sondern als es wird geliebt, wenn es geschieht. Ja, es wird geliebt, wenn es da ist. Und ich habe ganz oft so persönlich gesehen jetzt als Mensch so Zustände, wo ich so total ja, von Trägheit betroffen bin oder so. Null Bock auf gar nichts, so meinetwegen, ja, oder so. Das ist genauso wie früher alles, ja. Also es hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert durch diese sogenannte Erlösung, ja. Es hat sich da eigentlich überhaupt nichts geändert. Und doch hat sich das geändert, dass ich diese leidende Person einfach nicht mehr bin. Und zwar überhaupt nicht. Also die erscheint, ja, die erscheint genau wie alles andere auch. In dem, was ich bin, so kann ich es ausdrücken. So, und das gilt genauso für dich selbst, für dich auch. Das gilt für jeden und alles. Also ob man das weiß, wer man ist oder was man ist oder nicht, spielt keine Rolle. Und ich kann dich nur ermutigen, dich selbst zu erforschen, also selbst die Aufmerksamkeit auf dich zu richten, wer ist es, der leidet. Ja? Also wenn du jetzt sagst, du bist schwer, stark im Leid, dann frag dich, wer ist es? Wer ist das? Wer leidet? Ja? Wer ist das? Wer empfindet das Leid? Untersuch das. Ja? Wenn du dann die Antwort bekommst innerlich, ja, das bin doch ich, das ist doch meine Person, dann hinterfrag dieses Ich. Wer gewahrt dich? Also wer ist dein, also du bist dein eigener Zeuge, ja? Du gewahrst dich selbst. Ja, und du bist nicht, also du bist nicht diese Person, du bist der Zeuge der Person sozusagen. So könnte man sagen. Das ist die Richtung, in die das geht. Und dadurch, dass du das hinterfragst, dein Erleben hinterfragst, ja, also bin ich das wirklich, bin ich das Leid, habe ich das Leid, erlebe ich das Leid? Ja, bin ich das Leid, bin ich der Schmerz oder erlebe ich das als Zeuge quasi? Ja. Und letztlich, ich kann nur sagen, diese Suche nach Erlösung, die hat mich bewusst, also ganz bewusst, ja, wie lange war es jetzt insgesamt? 34 Jahre, total, das lässt dann auch nicht mehr los. Ja. Ich kann da immer nur wieder sagen, zieh das durch, diese Sehnsucht, ja, geh der nach. Lass diese Sehnsucht dich bewegen zu gewissen Dingen, die dich interessieren in dem Bereich. Ja, wenn du dich angesprochen fühlst von, ja, sagen wir mal, Selbsterforschung, die Frage, wer bin ich, oder eher Hingabe, Bhakti-Yoga, ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten und du musst für dich rauskriegen, was ist das, was dich erbaut, was dich weiterbringt. Ja. Was ist es, was den Schmerz lindert? Ja, wenn du zum Beispiel untersuchst, wer erlebt dieses Leid, dann wirst du, wenn du das öfter machst oder vielleicht auch schon beim ersten Mal feststellen, dass dadurch der Schmerz etwas nachlässt, schwächer wird. Und du das vielleicht auch das merkwürdige Gefühl bekommst, dass du das ja eigentlich, dass das eine Erscheinung ist, ja. Und dass die kommt und geht. Dieser Schmerz und das, was, oder dieses Leid, ja, das kommt und geht, das hat einen Anfang und ein Ende. Aber der es gewahrt, oder das, was es gewahrt, das ist immer zeitlos da.
Ich kann dich nur ermutigen, weiterzumachen. Mit der Suche weiterzumachen. Also nicht versuchen, die Suche so gewaltsam zu beenden oder zu unterdrücken, ja, sondern das lebt das aus. Lebt diese Sehnsucht aus. Du hast Sehnsucht nach Erlösung. Lebt das aus. Mach was. Also meditiere oder geh in Satsang oder mach ein Tantra-Seminar oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Versuch was zu finden, was dir ein gutes Gefühl gibt, was Schmerz und Leid erstmal lindert. Und dann schau weiter, welchen Weg du gehen möchtest. Ist noch ziemlich warm hier. Ich wohne in einer Dachwohnung. Das hat mich eben sehr berührt, diese Frage, weil die so ziemlich genau das auf den Punkt bringt, was mich wirklich über 30 Jahre ganz bewusst intensiv umgetrieben hat. Es hat mich nämlich auch nicht losgelassen, bis ganz zum Schluss, bis durch Gnade, durch göttliche Gnade oder durch die Gnade der allumfassenden Liebe, etwas geschehen ist, was man nicht in Worte fassen kann, was nicht erklärbar ist. Und was ich auch immer noch nicht, wenn ich manchmal hier so rumstammel, das ist, weil es einfach so wahnsinnig schwer in Worte zu fassen ist. Ich kann es kaum ausdrücken, dieses unfassbare Ding, dass man auf der einen Seite genauso weiterlebt wie früher und auf der anderen Seite davon, das, was man wirklich ist, davon nullstens betroffen ist. Und das ist eigentlich ständig begleitet. Also auch wenn diese Person jetzt hier komische Dinge erlebt, was man vielleicht als Schmerz oder so empfinden könnte, beschreiben könnte, so, dann ist es gleichzeitig vollkommen getragen in einer absoluten Seligkeit, die einfach immer da ist, die ich einfach immer bin, diese Seligkeit. Ja, das ist so verrückt, also ich habe mich vorhin noch mal so gefragt, was sage ich eigentlich, wenn mal jemand fragt, was bringt denn das überhaupt, wenn sich irgendwie, manchmal sagt ja auch Holzhacken und Wasser holen vor der Erleuchtung genauso wie hinterher. Ja, wenn das alles so, warum denn danach suchen, nicht? Darauf gibt es eigentlich gar keine richtige Antwort. Weil wenn die Suche da ist, dann ist sie da und dann kriegst du sie auch nicht weg. Bis sie durch Gnade eben letztendlich losgelassen wird und das ist es dann. Das letztendliche Loslassen des eigentlichen Herzenswunsches nach Erlösung, ja, dieses letzte Loslassen, das ist dann quasi schon das Gleiche, ist quasi schon der Frieden, der dann sofort sich einstellt. Wenn es nicht durch einen anderen Wunsch verdrängt wird, ja, also man kann sich da dann auch täuschen, wenn man dann denkt, ach, ich lasse das sein und suche lieber was anderes, ja, also. Die Kirstin hat die Hand gehoben.
Ja, keine Ahnung. Muss ich da jetzt irgendwas machen? Nee, ne? Ich glaube, die Kirsten, du kannst einfach deine Frage stellen. Ich sehe hier auf dem... Ah ja, hallo. Hallo, kannst du mich hören? Ja. Ich glaube, ich muss noch mal... Der Ton ist etwas schlecht gerade so. Moment. Könnte sein, dass der Ton jetzt etwas besser ist. Ja, sehr besser. Viel besser. War jetzt gerade ganz spontan, weil ich habe dich ja auch schon ein paar Mal wahrgenommen. Ich wohne in Lüdersburg und du wohnst in Lüneburg, soweit ich das weiß. Mhm. Was ich sehr interessant fand. Und deswegen, weil man ja in dieser, ich sag mal so, spirituellen Szene nicht immer so Kontakt findet, habe ich dir sehr aufmerksam auch zugehört, als du letztes Mal einen Satz angegeben hast. Und wo ich gerade an so einem Punkt bin, ich habe da jetzt im Hintergrund gerade jemand noch. Ja, ich weiß gar nicht, was das eben war. Das war immer so gedoppelt, ne? Nee, da hat, glaube ich, jemand noch sein Mikro aufgehabt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder? Was? Ich hatte dich immer doppelt gehört. Du hattest irgendwie, das hatte immer so einen Nachhall. Wo ich gerade auf dem Punkt bin. Ja, jetzt hattest du eben noch mal so einen Nachhall. Keine Ahnung, sprich einfach weiter, ist egal. Ja, ich weiß gar nicht, was das eben ist. Ja, ich wollte einfach mal Hallo sagen. Ich bin hier ganz in, der Nähe bei dir. Ja, Lüdersburg, wie weit ist denn das weg von Lüneburg? Ich weiß es nicht. Sind das 10 Kilometer, 15? Weiß ich nicht, so ungefähr. Oh ja. Ist nicht weit. Hinter Scharnebeck. Keine Ahnung, ich gehe einfach weiter. Ja, wir können uns gerne mal in Lüneburg treffen, wenn du magst. Also ich hatte nur manchmal mitbekommen, dass du Satzang gibst, auch in Lüneburg, weiß ich jetzt nicht. Du hast immer von Bremen gesprochen, deswegen habe ich dann auch gedacht, naja gut. Aber ja. Ich hatte eine regelmäßige Gruppe in Bremen. Momentan ist sie wegen der Corona-Pause quasi nicht mehr aktiv, aber könnte sein, dass es immer noch mal wieder stattfindet. Momentan sieht es eher unwahrscheinlicher aus. In Lüneburg gibt es jetzt keinen regelmäßigen Satzang so. Das Einzige, was ich so regelmäßig mache, sind eben die Online-Geschichten. Aber ich treffe mich also auf Wunsch gerne mit entsprechenden Menschen, also per Telefon, per Skype oder auch hier vor Ort können wir uns treffen gerne. Mache ich alles. Also ich mache es immer ganz gerne so, dass man sich in der Stadt dann trifft irgendwo. Großen Café, wo man tagsüber sehr viel Platz hat und sehr ungestört auch. Da gibt es so viele Ecken, wo man ganz in Ruhe reden kann und so zum Kennenlernen. So was mache ich zum Beispiel. Ne? Und, Also würde mich freuen. Ja, gerne. Ja, ich wollte einfach nur mal sagen, hallo, ich bin hier ganz in der Nähe von dir. Schön, ja. Ich bekomme dich immer mit und es ist natürlich auch über so ein Medium so ein bisschen... Also ich mag das schon direkter lieber. Und ja, wie soll ich sagen? Also bin da auch schon lange auf dem Weg. Und es ist natürlich immer toll, wenn man da so ein Selbst trifft. Also nicht so ein Ego oder so ein Ich oder ja. Wenn man einfach auch anders wahrgenommen wird. Vom Gegenüber. Ich bin da auch schon lange auf dem Weg. Ja, Satzang finde ich auch am schönsten direkt, wenn man sich trifft. Es ist nochmal was anderes, ne, wenn man sich direkt gegenüber
sitzt quasi so. Das ist schon. Ja, finde ich auch. Wobei das halt sehr gut ist hier übers Internet, weil man eben relativ leicht viele Menschen dann erreicht. So, ne? Zum Kennenlernen ist das eine gute Sache. Ja, das ist total toll. Also ich finde es auch, dass das so funktioniert, ne? Also dass das so, man nimmt den anderen ja doch irgendwie so wahr, wie, ja, ich weiß gar nicht, wie man das ausdrücken soll. Wobei das halt ja. Als selbst und nicht als irgendwie so ein, ich empfinde es immer so als so ein Gegeneinander oder so. Man nimmt den anderen oft so wahr wie. Und das ist sehr schmerzhaft. Ich weiß gerade gar nichts zu sagen. Ich wollte einfach nur mal. Ich wollte auch was sagen. Ja, super. Ich freue mich. Das ist schön. Also du kannst mich jederzeit auch anrufen hier auf dem Festnetz. Meine Nummer ist ja auf meinem Kanal. Kanalinfo. Ja, ich hatte das schon mal so, also im letzten Video hatte ich das mitbekommen. Marionette und dann, oder Jens Marionette und dann... Ja, genau, bei YouTube kann man im Suchfenster Jens Marionette eingeben, dann findet man meinen Kanal sehr schnell. Und bei dem Kanal ist bei der Kanal-Info-Seite die ganzen Kontaktdaten, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, Postadresse. Die sind also real, also es ist nicht nur irgendwie so Fake-Impressum oder so, das ist echt. Also könnt ihr gerne anrufen oder auch eine Mail schicken für einen Erstkontakt und dann kann man was verabreden, so. Gerne. Ja. Das hatte ich auch so wahrgenommen, also. Ja, hallo. Hallo, herzlich willkommen. Gleichfalls herzlich willkommen. Danke. Okay. Ja, was? Okay, gut. Ja, danke. Tja, hallo Jens. Hallo. Ich bin auch vor kurzem auf dich aufmerksam geworden und will mich aber jetzt erstmal darauf beziehen, was du gerade gesagt hast, weil ich gemerkt habe, das trifft es eigentlich auf den Punkt, wo ich die ganze Zeit immer so ein bisschen rumeier. Das ist mit der Gnade. Also dann fängt es wirklich bei mir an zu brodeln, wenn jemand nur dieses Wort erwähnt, Gnade. Also da kommt so eine Rebellion, so eine... Ja, da kommt mein ganzes System in Unruhe, obwohl ich das wahrnehme, das ist in Unruhe. Und also es ist dieses Wahrnehmen von der Unruhe ist schon da. Also ich bin nicht vollkommen jetzt, dass ich jetzt das jetzt hier unterbrechen müsste oder so, was ich früher machen müsste, weil ich eben einfach so auf Flucht dann bin. Wenn jemand Gnade oder Gott, das sind wirklich die Triggerpunkte, sind das. Und du hattest in einem anderen Wort, also jetzt hast du ja mit Gnadige, aber du hattest auch etwas gesagt, das hat mich dann wirklich auch zu dir gezogen, wo du gesagt hast, irgendwann hat man nur noch die Möglichkeit, das in Gottes Hände zu geben oder in Gott zu übergeben. Und das, ich verstehe das gar nicht, weil Gott scheint dann, also das muss ich vielleicht noch dazu, und dann bin ich sehr gespannt, was du sagst. Weil du hast im Einleitung hast du ja gesagt, das Selbst ist ohne Freude, ohne Leid, das ist neutral da. Das ist dann nicht Gott. Weil wenn ich das in dieses Neutrale gebe und dann auf Gnade warte, dann weiß ich nicht, wer Gnade erteilt. Also es ist immer dieses Gott, Gnade, immer wenn ich irgendwo im Satzang bin, wenn Lehrer das wirklich ansprechen, dann geht mein System. Jetzt ist schon wieder gut, weil ich das jetzt bei dir übergeben sehe und freue mich auf deine Worte. Ja, danke dafür. Hast du mit Religion, so normaler Religion, dann eher schlechte Erfahrungen gemacht, nehme ich mal an. Ja. Daher kommen diese Abneigungen gegen diese Begriffe, die sind ja konzeptuell aufgeladen hier, nicht? Der Gott ist eben so. Der christliche Gott normalerweise hier wird so verstanden überwiegend, ne?
So, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch mit dem Wort Gott immer so zu Zeiten so meine Probleme gehabt, weil es eben so konditioniert ist. Man ist regelrecht konditioniert. Und Gnade ist ja auch ein religiöser Begriff in erster Linie, jedenfalls im christlichen Kulturkreis. Und kann ich erstmal voll verstehen. Und ich konnte letztendlich auch nicht begreifen, warum. Es ist am Ende so, man manövriert sich in diese Situation automatisch. Irgendwann passiert es einfach, dass du alles fallen lässt. Ja? Dass du einfach, du kannst es, du machst es einfach, du lässt es fallen irgendwann. Und in dem Moment, da sage ich dann immer, in dem Moment kann Gnade wirken oder wirkt Gnade. Und du hattest noch was anderes gesagt, Gott und Selbst. Ja? Also ich benutze diese Begriffe eigentlich identisch. Das Selbst, das absolute Selbst ist Gott. Ja, es ist Gott. Und das bist du jetzt in diesem Moment genauso wie alles andere auch, was zu existieren scheint überhaupt. Alles. Es gibt nur Gott. Das fing bei mir auch an, einfach mit dieser Überzeugung, dass ich das so konzeptuell an mich rangelassen habe. Ja, ich hatte das von Ramesh Balsekar damals aufgeschnappt sozusagen. Der hat gesagt, es gibt nur Bewusstsein, nichts außer Bewusstsein, hat das, glaube ich, formuliert. Ich finde dieses nur noch etwas besser so. Also es gibt nur Bewusstsein, es gibt nur Gott, nur das Selbst, nur die absolute Liebe. Als einziges, was existiert. So, jetzt ist die Frage, was ist das, wie ich mich begreife? Ja, also was ist das dann, wenn es doch nur das eine gibt? Wer bin ich dann? Ja, und genau da setzt diese Selbsterforschung an. Genau da setzt das an, dass ich eben hinterfrage, wenn ich ehrlich schaue, meinetwegen, ja, dann stelle ich vielleicht fest, ich fühle mich getrennt irgendwie von dem Ganzen. Und wie kann das sein, wenn das Ganze doch Gott ist, dann muss ich ja auch logischerweise auch Gott sein. Ja, dieses auch das Selbst, eigentlich auch das abgetrennte Ich müsste eigentlich Gott sein, denn es ist ja unzweifelhaft so, dass jeder sagen kann, ich bin, ich existiere. Ja, und das ist eine Tatsache, die kann man zwar sagen, ja, das ist in der Form vielleicht auch eine Illusion, aber da ist doch was Wahres dran. Das kann man ja nun wirklich nicht leugnen. Ja, und das ist genau der Punkt, wo du ansetzen kannst. Es ist nicht so, dass es nur quasi... Also es gibt den Weg der Hingabe, Bhakti-Yoga, ja, wo du ganz viel eben auf Gnade setzt oder auf Hingabe, auf Loslassen setzt. Und es gibt ja auch andere Wege, wo du aktiv, das wäre mehr so, ich lege das in Gottes Hände und lass es laufen. So, ja. Und ich wende mich aber immer wieder Gott hin oder zu. Ja. Und das andere wäre aktiver vielleicht, wenn man die Selbsterforschung betreibt, wenn man die Frage sich stellt, wer bin ich? Und dem nachgeht. Und dabei eben sich nicht zu früh mit gedanklichen Antworten selber quasi zufrieden gibt, sondern das weiter hinterfragt. Hm. Ja. Also ich fand das jetzt nochmal sehr, der Hinweis, dass du das konzeptionell begreifst. Also dass du das sozusagen konzeptionell erstmal durchaus in Erwägung ziehst, auch wenn du jetzt nicht irgendwie, also wenn ich jetzt nicht den Zugang dazu habe, weil ich komme ja immer wieder an die Mauer. Ich komme ja immer wieder auch nach dieser Selbsterforschung. Irgendwann komme ich an den Punkt, wo dieser Begriff, dieses sozusagen, das auftaucht, ja. Wo Gott oder Gnade oder meinetwegen, ich habe auch sehr viel mit Schmerzen zu kämpfen nachts, wo ich manchmal auch dann wirklich in dieser Aufgabe bin und dann auch irgendwann denke, ich möchte erlöst werden und dann ist aber bei mir sofort eine Sperre da. Also ich kann mich dem nicht hingeben, sondern es ist fast eine Wut dann da, dass ich so hilflos bin.
Und das ist denn wieder, glaube ich, und da kam ich dann nochmal auf dich, weil du hast gesagt, und das fand ich sehr inspirierend, dass du von verschiedenen Körpern gesprochen hast. Da habe ich auch das Gefühl, auf einer Ebene sind vielleicht schon Dinge erlöst oder erlöst ist ein blödes Wort, klar, sag ich mal, so auch schon für mich so erstaunlich leicht. Und dann gibt es andere Sachen, die sind dann so verkorkst und so dicht. Und da hattest du nochmal von diesen verschiedenen Ebenen auch nochmal gesprochen. Mhm. Und da habe ich so das Gefühl, ja, dass du da eine Klarheit darüber hast, dass du das wirklich, also das hat mich hingezogen, dazu dir zu lauschen. Ja, diese Ebenen, ich unterteile das ja, ich orientiere mich da, also es fing ja konzeptuell an, über das Gayatri-Mantra und über den Hinduismus bei mir. Und da sind es eben diese drei Welten, ja, die Hindus sprechen von den drei Welten, also nicht eine Welt, wir leben nicht in einer Welt, sondern wir leben in drei Welten quasi, die so übereinander liegen quasi. Das ist die grobstoffliche, die feinstoffliche und die kausale Welt sozusagen. Ja, die grobstoffliche wäre hier ganz normal, was wir jetzt hier sehen, das Materielle. Ja, das ist die Sphäre, wo sich quasi unsere Kultur quasi hauptsächlich mit definiert, mit dem Materiellen, also mit dem grobstofflichen. Und das ist auch das normale Ego, begrenzt sich eben auf die grobstoffliche Identifikation mit dem Körper. So, das ist eben... Ich bin der Körper, ich bin diese Person, fertig. So, das ist das normale Ego. Ja. Und dann, wenn du das dann meinetwegen durch Bewusstseinserweiterung, wie auch immer die zustande kommt, das ausdehnst, durch Erfahrung, durch Einsichten, ja, oder durch Gnade dann irgendwie oder wie auch immer, ja, also mir sind diese Dinge, ich kann nur einfach sagen, mir sind diese Dinge dann irgendwann einfach passiert. Ich habe gesucht, ich habe gebetet, ich habe gefragt, ich habe sozusagen Gott, sag ich mal in Anführungsstrichen, habe ich so gelöchert, dass ich immer das Gefühl hatte, ja, ich werde irgendwann erhört. Und dann so hatte ich das Gefühl, ja, ich wurde erhört, ja, okay. Genau, das dehnt sich dann irgendwann ins Feinstoffliche aus. Das Ego wird sozusagen größer, könnte man sagen. Aber gleichzeitig lässt es auch los. Also in dem Moment, wo du dich auch als feinstofflich begreifst, ja, wo du in diesem... Das ist so quasi die Traumwelt. Ja, also wenn du nachts träumst, dann hast du eine feinstoffliche Erfahrung. Dann bist du in einer feinstofflichen Welt. So. Und in dem Moment, wo dir klar ist, dass du in dem Traum genauso real bist wie im Wachzustand, ist der Wachzustand schon nicht mehr ganz so real. Denn er ist dann in dem Moment schon traumgleich. Also er wird mit dem Traum quasi in der Realität, in der Glaubwürdigkeit sozusagen, ist er auf einer Ebene mit dem nächtlichen Traum. Und das ist schon ein Riesenschritt, ja. Also wenn du merkst, die grobstoffliche Welt ist auch nicht realer als der nächtliche Traum, dann löst du dich schon gewaltig von dem Grobstofflichen. Beziehungsweise dann ist es schon ein sehr viel, dann löst du dich dann wird das Ego weiter. Und dadurch wird es einfach, genau, sind die Verhaftungen des Grobstofflichen einfach schwächer. So. Wenn dann der nächste Schritt, der nächste Transzendenzschritt geschieht in die kausale Welt, ja, das ist, das wäre, da wären wir quasi beim reinen Zeugen, ja, der dieses reine Zeugengewahren, was auch nicht abhängig ist von einer Tätigkeit, sondern es einfach da ist, immer. So. Dieses Zeugengewahren ist zeitlos. Das ist bereits schon eine Dimension des Egos quasi, die zeitlos quasi immer gleich ist. Ja, du bist immer der Zeuge, ob du das jetzt gerade bewusst erlebst oder nicht. Ich meine jetzt nicht so eine bewusste Aufmerksamkeit, die man lenken könnte, sondern es ist dieses grundsätzliche Bezeugen. Es ist das Erleben, dass ich ununterbrochen existiere. So. Und wenn das Ego quasi den Bereich auch noch abdeckt sozusagen oder sich dahin auch noch ausdehnt, dann fragt man sich, okay, wenn dieses reine Bezeugen, wenn das genauso real ist wie das Grobstoffliche und das Feinstoffliche, wie real sind dann überhaupt diese Welten, die uns so Sorgen hier? Das Grobstoffliche macht uns ja hauptsächlich Sorgen.
Ja, und über einen nächtlichen Traum, da ist man mal erschrocken, aber im Grunde weiß man ja, dass es ja vorbei ist. So, und das grobstoffliche Leben ist auch irgendwann vorbei. Es ist nur eben wesentlich lang andauernder und viel intensiver und wird scheinbar immer fortgesetzt. So. Und diese dritte Erweiterung dann ist aber immer noch ein Ego-Modus. Ja, du bist immer noch als Zeuge quasi vorhanden und auch getrennt vom Bezeugten. Du bist noch jemand, du bist noch da. Und erst wenn diese ganzen Welten quasi durch was auch immer plötzlich losgelassen werden, ja, wo du merkst, ich bin noch nicht mal der Zeuge. Ja, ich bin einfach nicht zu benennen. Ich bin das, worin dieses ganze Spektakel, wo diese drei Welten stattfinden. Ich bin das, worin sie stattfinden. Ich bin nicht Teil dieser Welten, sondern ich bin das Größere, worin das überhaupt, was es überhaupt ermöglicht. Ja? Denn dieses reine Ich, was du bist, dieses reinste Ich, ich meine jetzt nicht so ein Ich-Gedanken, sondern ich meine dieses reine, man sagt selbst, eigentlich in unseren Kreisen, das Selbst, ja, das ist einfach weder in der Welt, ja, noch von dieser Welt. Es ist aber gleichzeitig die ganze Welt und ist aber nicht nur diese Welt. Ja, also ich habe es als einen ganz langen Weg erlebt, der ständigen Ego, erst war es eine Ego-Ausdehnung immer mehr und dann plötzlich ein totaler Kollaps ins absolute Nichts sozusagen. Und dieses absolute Nichts ist gleichzeitig das alles, was du bist. Also dieses Alles und Nichts gleichzeitig. Das ist immer dieses beides gleichzeitig, alles und nichts gleichzeitig. Und das ist für den Verstand, der ja auch bei mir noch ganz normal eigentlich funktioniert, hoffe ich meistens jedenfalls, so, der ist da fassungslos, ja, nach wie vor. Ich mache mir so einen Spaß draus und setze mich in den Wald und versuche das zu analysieren, ja, und es gelingt mir einfach nicht. Du kriegst es in Gedanken nicht rein. Du kriegst es da nicht rein, irgendwie. Dieses beidseitige, auf der einen Seite völlig normal leben und auf der anderen Seite vollkommen unberührt zu sein davon. Und das ist eine Sache, die kann man nicht verstehen. Die kann man nur irgendwann selbst erfahren. Ich würde mich da nicht so aufreiben an so Begriffen, weißt du, weil Gnade und Gott oder Liebe oder du kannst es ja nennen, wie du willst für dich. Ja, und wenn du bei dem Wort Gott jetzt so ungesunde oder ungute Assoziationen einfach hast, vermeide das einfach für dich so. Ja. Ich kann nur klarstellen, ich benutze Gott immer synonym mit anderen absoluten Begriffen wie absolute Wahrheit, absolute Liebe, absolutes Bewusstsein. So, das ist alles identisch eigentlich. Das ist alles Gott. Nur verschiedene Aspekte sozusagen, könnte man sagen. Ja, Aspekte. Ja. Ja, danke schön. Also hat auf jeden Fall nochmal eine Veränderung. Also ich lasse das mal wirken und fand das sehr interessant. Ich hatte das so noch nicht gehört. Dankeschön. Gerne. Im Chat fragt MMG, hallo Jens, was ist deine beste Technik? Körperübungen? Fragezeichen. Dankeschön für die Frage. Ja, Technik, eigentlich kann ich da gar nichts sagen. Also eine Technik kann ich eigentlich gar nicht empfehlen, weil das ein Tun ist, was ja so eine Absicht hat. So. Also natürlich ist alles ein Tun, wenn man es denn macht. So, ich würde... Das Beste, was ich eigentlich sagen kann, ist, dass man sich selbst treu bleiben sollte und ein Gespür dafür entwickeln sollte, was tut mir gut. Also ich habe mich immer mit den Dingen beschäftigt, die mir gut getan haben, die mir ein gutes Gefühl gegeben haben. Es
kamen in meinem Leben verschiedene Dinge einfach so auf mich zu. Ich habe 1988 einen indischen Guru quasi kennengelernt, über einen Freund. Ich habe dann später Advaita Vedanta kennengelernt, über Bücher hauptsächlich. Und das waren so Dinge, sowohl dieser Guru als auch die Advaita-Bücher, die haben mir wahnsinnig viel Spaß auch gemacht. Die haben mich total erleichtert. Also 1988 hat dieser Guru mir durch seine Bücher und Lehren halt sehr viele spirituelle Konzepte gebracht, mit denen ich persönlich gar nicht so viel anfangen konnte. Und als ich dann später so das Advaita-Konzept kennengelernt habe, da habe ich sofort gemerkt, das ist mein Konzept eigentlich so, ja. Und das war gar nicht von meinem Guru direkt sozusagen. Ich meine, der hat das auch erklärt und gepredigt, die Philosophie der Nicht-Dualität. Das ist natürlich auch in seinem Wirken ein Teil gewesen. Aber er hat eigentlich überwiegend immer Liebe gepredigt und auch ein sehr, wie soll man sagen, ja, tugendreiches Leben empfohlen. So, und das war mir immer zu heftig. Und dann haben die Advaita-Konzepte oder Bücher, die haben dann später mich von einem Teil der Konzepte, die durch den Guru gekommen waren, quasi, haben mich diese Bücher dann wieder befreit. Ja, erst hat der Guru mir sehr gut getan und später hat dann Advaita mir sehr gut getan. Und ich habe immer gemerkt, ja, das, was mir gut tut, das muss auch gut sein, letztlich für mich. So, dann mache ich weiter. Und dem bin ich nachgegangen einfach. Das ist, was ich als Technik quasi empfehlen könnte, ist einfach sich selbst treu zu bleiben und auch auf den inneren Guru zu hören. Ja? Jeder Mensch hat in sich den Satguru im Herzen. Ja? Jeder Mensch hat den inneren Guru sozusagen eingebaut. Und den kann man auch einfach mal fragen. Ohne, dass man jetzt einen äußeren Guru fragt. Es ist nicht verkehrt, einen äußeren Lehrer so wie das jetzt ein Satz ist oder so, ist nichts dran verkehrt. Klar. Aber es ist eben auch so, dass man häufig ganz tief, wenn man sich so ganz ehrlich mal fragt in einer ruhigen Minute, dann weiß man häufig selber ganz genau, was man braucht. Das kann ich eigentlich nur empfehlen. Und was das dann ist, das ist eigentlich egal. Hauptsache es gibt mir was, es lindert ein bisschen die Sehnsucht vielleicht nach Erlösung oder so. Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Es macht mich frei. Also ich habe 1998, da hatte ich diese Advaita-Bücher, ich habe die täglich gelesen und das hat mir einfach wahnsinnig gut, so gut getan, dass ich fast irgendwann das Gefühl hatte, ach, eigentlich brauche ich doch gar keine Erleuchtung mehr, ist doch schon alles super. So ist doch, da hatte ich das eben nur so konzeptuell verstanden und aber da schon sehr verinnerlicht, also sehr stark verinnerlicht und ja, das hat wirklich es hat mich schon so in Momente gebracht, immer wieder, wo ich das Gefühl hatte, eigentlich braucht man doch gar keine Erleuchtung oder so. Also, ja, wo dann schon Loslassen stattfand, immer mehr. Hört sich ein bisschen platt an, folge deinem Herzen so, ne? Also. Mir hat es gut getan, mich selber kennenzulernen, zu wissen, was ist gut für mich, was tut mir gut. Später habe ich dann gemerkt, dass es für mich keine Option ist, auf Dauer jedenfalls nicht, so Wünsche und Gelüste dauerhaft zu unterdrücken. Das hat bei mir nicht funktioniert. Und ich bin dann dazu übergegangen, die Wünsche und die Gelüste, die ich ausleben konnte, dass ich die auch ausgelebt habe dann. Ich bin sozusagen dann immer mehr den tantrischen Weg gegangen, indem ich mir quasi diese Anziehungskraft dessen, was mich da begeistert hat, zunutze gemacht habe, indem ich mich dem zugewendet habe und dadurch dann
man könnte sagen, die Kraft der Ekstase entwickelt habe immer mehr in mir. Oder die Fähigkeit zur Ekstase. Es ist auch eine Fähigkeit, sich hinzugeben, sich fallen zu lassen. Meinetwegen beim Musikhören, beim Tanzen, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja, die Sufis haben diese die Derwische, die machen diese Drehtänze, dass sie sich, weiß ich nicht, wie lange, soll sehr lange, stundenlang im Kreis drehen irgendwie und so. Manuela fragt, lieber Jens, mein Körper hat Krebs und ich würde gerne wissen, was das zu bedeuten hat. Danke, Manuela, für die Offenheit. Mit Krebs haben viele Weise schon zu tun gehabt. Ramana Maharshi ist an Krebs gestorben. Nisargadatta Maharaj ist auch an Krebs gestorben. Da gibt es so einige Beispiele. Man versucht immer, dem, was einem passiert, eine Bedeutung zu geben. Das ist für den Verstand ganz normal. Ja, der Verstand versucht immer, Erklärungen zu finden. Nicht alles hat im spirituellen Sinn eine, hat dann einen Sinn in dem Sinne, sondern hat dann nicht alles kann man verstandesmäßig deuten. Ja? Man könnte jetzt sagen, Krebs ist eine Ego-Problematik-Krankheit, ja, oder so. Das ist aber alles viel zu kurz gegriffen, weil das so eine komplexe Krankheit auf so ein Ding zu reduzieren, ist nicht angemessen, finde ich. Ich habe mich auch immer wieder, wenn ich unter meinen Depressionen gelitten habe, habe ich mich, während ich da so gelitten habe, dann immer gefragt, warum? Warum passiert mir das? Womit habe ich das verdient? Womit habe ich dieses massive Leid verdient? Habe ich mich immer wieder gefragt. Ja, und dann ist mein Verstand dann angekommen mit so Antworten wie, ja, das ist mein Karma. Ich habe wahrscheinlich in vergangenen Leben mal viel Leid über andere Menschen gebracht und jetzt erfahre ich das am eigenen Leib wieder oder so habe ich das damals verstanden. Dann habe ich es in guten Zeiten, habe ich meine Depressionen als Gnade gedeutet, ja, als spirituelle Gnade, weil Leid ist ein Katalysator zur Befreiung, zur spirituellen Befreiung. Ohne diese massiven Depressionen wäre ich nie so intensiv auf die spirituelle Suche gegangen. Ich hätte nie angefangen, mich selbst zu erforschen oder ja, ich hätte nie nach Erleuchtung gesucht, ohne dieses massive Leid. Ich hätte wahrscheinlich ein ganz normales Leben so geführt und mich dann irgendwann gefragt, naja, ist das jetzt alles so? Ja, stattdessen habe ich sämtliche Berufsausbildungen nicht zu Ende machen können und abgebrochen. Das Einzige, womit ich noch gerade so weggekommen bin, ist das Abitur. So. Danach ist alles ab, habe ich alles abgebrochen, aufgrund der Depressionen dann. Und ja, ich hatte gar keine Wahl. Sozusagen. Bei mir war es dann so, friss oder stirb. Also entweder ich finde die Erlösung oder ich gehe an meiner Krankheit zugrunde. So, das war so meine Aussicht damals. Und dann habe ich mir gesagt, naja, ich hatte das versucht, ich hatte mich dem natürlich in den Depressionen immer genähert, dass ich mich umbringen wollte auch und das aber nie geschafft habe. Und immer habe ich dann immer gemerkt, so ich kann es irgendwie nicht, das funktioniert nicht. Mich den Körper zu töten, bringt nichts. Und dann habe ich mir dann immer gesagt, ja, wenn das keinen Sinn hat, wenn ich so nicht rauskomme aus der Nummer, dann will ich ins Licht.
dann will ich jetzt wissen, was hier Sache ist. Und da, so fing ich an, nach Erleuchtung zu suchen. Die Manuela schreibt, ich bin dadurch auch auf der spirituellen Suche. Also ich nehme an, durchs Leid. Und sie fragt noch, wer fühlt denn den Schmerz? Das Ego? Diese Frage, wer den Schmerz fühlt, diese Frage musst du selbst beantworten für dich. Es scheint so zu sein, dass das Ego das erfährt. Lassen wir jetzt mal so selbst und Ego mal beiseite. Frag dich das einfach jedes Mal, wenn da was Kritisches oder Schlimmes auftaucht in deinem Bewusstsein, dann frag dich, wer fühlt das jetzt? Wer ist das? Und lenk die Aufmerksamkeit auf das, was du als Subjekt empfindest. Du erlebst dich ja als Ich und richte die Aufmerksamkeit, die innere Aufmerksamkeit auf dieses Ich. Ja, es nützt ja nichts, jetzt zu sagen, ja, das ist das Ego, was das erfährt, oder es ist das Selbst, was alles erfährt oder so. Ja, das nützt ja nichts. Ja, das sind so Fragen, dass genauso funktioniert Selbsterforschung eben nicht. Denn ich kann mit meinem Verstand kann ich alle möglichen Antworten geben auf diese Frage, wer bin ich? Und vielleicht macht es am Anfang auch Sinn, das so durchzugehen für sich selber. Ja? Also, wer bin ich? Ja, ich bin ich. So, ja, und wer ist dieses Ich? Ja, oder woher weißt du denn, dass du ich bist? Also woher weißt du dich? Ja, woher weißt du dich? Wie kann es sein, dass du da so ein Ich bist, was von sich weiß? Wie geht das? Ja, und das da reinzugehen, das wird sicherlich Lösung bringen von Schmerz und Leid schon. Nicht die ultimative Erlösung in dem Sinne, dass das nie wieder auftaucht, sondern dass es sich einfach nicht mehr so viel angeht. Manuela fragt, das Ich ist doch die Präsenz, oder? Dieses einfache Gefühl, dass du existierst, dieses Wissen um dich selbst, ja, das ist das Ich. So, und das nenne ich jetzt weder Ego noch Selbst. Diese Tatsache des Ich Bins, ja, die du in dir fühlst, das kannst du nennen, wie du willst. Du kannst es auch Präsenz nennen, ja, wie du magst. Ja. Dieses einfache Gefühl des Seins, dieses schlichte Gefühl des Daseins. Ja, das gilt es zu untersuchen. Da muss die Aufmerksamkeit hin. Also, ja, ich bin derjenige, ich bin, in dem das geschieht. So, ich bin der Zeuge. Ja? Ich gewahre meinen Schmerz, ich gewahre mein Leid, ich gewahre diesen kranken Körper. Ja? Und wer ist dieses Ich? Wer bin ich? Ja, so, das ist da kann man ansetzen. Nicht mit einem Gedanken quasi das beantworten. Die Gedanken kommen dann und dann frag dich, wem sind diese Gedanken jetzt erschienen? Ja, da kommen Gedanken. Wem sind sie erschienen? Da kommen Antworten, da kommen Worte. Ja, also wer bin ich? Da kommen dann Worte. Wem erscheinen diese Worte? Worin erscheinen diese Worte? Die erscheinen im Bewusstsein, könnte man sagen. So, wer ist der Zeuge dieses Bewusstseins? Wer bezeugt das? Ich will jetzt keine Antwort darauf haben. Ja? Sag es einfach so.
Ja, sie schreibt vielen Dank. Gerne. Alles Gute für dich. Ich habe das auch schon oft durch diese Art von Selbsterforschung. Es ist ja eigentlich ein Gedankenspiel. Wer nimmt das wahr und so weiter, ne? Und irgendwann ist man ja nur noch in dieser Präsenz, sage ich mal. Ja, oder Stille. Also irgendwann, man kann es ja nicht beschreiben letztendlich dann. Und obwohl das wahrgenommen ist, installiert sich das nicht. Also, und dann denke ich mir immer, warum soll ich das dann nochmal machen, wenn ich es doch beim ersten Mal schon nicht irgendwie automatisch dann erkannt habe. Also warum muss ich das immer wieder machen? Also ich habe dann das Gefühl, es ändert sich ja eh nichts. Diese gedanklichen Antworten, die müssen sich erstmal austoben. Das muss erstmal alles so durchrauschen. Und dabei kann man das, wie ich eben schon gesagt habe, weiter vertiefen, dass man die Gedanken beobachtet. So. Es geht einfach nicht, bei der Frage, wer bin ich, geht es ja nicht um eine Antwort oder um das, was passiert, sondern es geht um eine Blickrichtung, könnte man sagen. Ja, wir haben die normale Blickrichtung ist vom Subjekt zum Objekt. Und das Subjekt wird nicht weiter beachtet, sondern wir kleben an den Objekten überall. So, das ist die normale Blickrichtung. Und wer bin ich, kehrt das um. Wer bin ich, kehrt einfach nur diese Blickrichtung, die nach außen sonst geht, nach innen um, auf das Zentrum, welches du wahrnimmst. Das ist ganz egal, wie man das dann gerade empfindet, wie man das nennt, vollkommen egal. Wichtig ist, dass die Aufmerksamkeit auf das, was man als Subjekt empfindet, geht. Also, dass die Aufmerksamkeit sich darauf immer wieder ausgerichtet wird. Und das mag am Anfang eine Übung sein, das mag am Anfang auch vielleicht sogar unangenehm sein, wenn man anfängt damit, weil vielleicht auch negative Sachen hochkommen, Schmerz hochkommen, Ängste hochkommen oder so. All das kann ich nur empfehlen zu begrüßen und weiter anzuschauen, also beziehungsweise zu benutzen, um mich selbst zu gewahren einfach so. Ja, es ist diese Blickrichtung, wenn die oft genug quasi immer wieder auch nach innen gerichtet wird, dann findet so eine Lösung von den Phänomenen statt zu einer konstanten Wahrnehmung, nämlich zu der konstanten Wahrnehmung meiner selbst. Ja? Und diese konstante Wahrnehmung deiner selbst, die ist ja eigentlich auch immer da. Die ist nur meistens eben so überlagert von den ganzen Gedanken. Aber du bist ja eigentlich ständig, selbst wenn du nicht das denkst oder so, dann bist du ja dir vollkommen klar darüber, dass du existierst. Also geht es um den Perspektivwechsel, dass man nicht immer denkt, ich bin im Leid, sondern irgendwie eine übergeordnete Perspektive dazu hat. Ne? Erstmal. Ja, also wie gesagt, wir haben diese rein nach außen gerichtete Blickrichtung normalerweise, die ja auch zur Bewältigung des täglichen Lebens auch richtig und wichtig ist. Aber eben, wenn wir uns der eigentlichen Frage zuwenden, wie ist der Sinn meines Lebens oder wer bin ich oder was ist eigentlich Erleuchtung oder kann man irgendwie Frieden finden in dieser unfriedlichen Welt, wie auch immer, ja, also tja, das ist wieder weg. Ich wollte noch was anderes sagen, aber naja. Kein Problem, das war schon gut. Ja, weil das, also für mich war es der Hinweis, die Perspektive öfter mal zu ändern und nicht immer in der gleichen Schleife zu bleiben. Ich bin im Leid. Also das habe ich ja auch oft, dass man dann einfach nicht mehr rauskommt aus dieser Leitspirale. Und eine Möglichkeit ist, was ich glaube ich sagen wollte, war, wenn es noch am Anfang vielleicht noch so eine Aktivität ist, dass ich die Aufmerksamkeit nach innen wende, irgendwann scheint das immer automatischer zu funktionieren und irgendwann merkt man auch, dass die eigene Existenz nicht abhängig ist von der Blickrichtung. So, man ist immer, man existiert immer. Und die eigene Existenz ist sogar
unabhängig von Wachzustand, Traumzustand oder Tiefschlaf. Die Existenz ist immer. Du bist immer das. Ganz egal, wie du den Tiefschlaf erlebst, ob man den jetzt so wie so eine totale Leerheitserfahrung erlebt, mehr meditativer, oder ob der quasi wie so ein Zeitsprung ist, als wäre er gar nicht vorhanden, so, oder wie auch immer, ja, wie du die Zustände erlebst, ist egal. Ja, es ist, irgendwann kommt man gar nicht mehr drum rum, anzuerkennen für sich selber, dass man immer existiert, schon bereits, von sich aus. Einfach, man existiert bedingungslos. Und in diesem, da findet man dann immer mehr, in dieser bedingungslosen Existenz, das ist wie, als ob man in so einen Hafen kommt, ja, wo du langsam reinfährst und irgendwann bist du dann am Kai angelegt. So. Und das kann da sehr lange dauern, dass du in den Hafen fahren will. Ja, aber auf dem Weg dahin passiert es immer mehr, dass man eben schon die Freiheitsgrade spürt. So, weil es einfach, das ist so vielleicht, bei mir war es ein sehr langsamer, gradueller Prozess. So, für jede Bewusstseinserweiterung sozusagen wurden neue Freiheitsgrade auch dann immer realisiert und auch dauerhaft erfahren. So. Aber eben, bei mir war es eben so scheibchenweise so, ja. Aber es kann ganz verschieden sein. Kann auch alles auf einmal geschehen. Oder eben noch länger dauern, kann auch sein. Bestimmt gibt es sowas, ja. Ich weiß ja auch gar nicht mehr, wie viel Vorleben ich schon nach Erleuchtung gesucht habe. Das kann ja auch sein, dass der Weg ja in diesem Leben nicht zum ersten Mal, ich glaube das auch nicht. Also ich glaube wirklich nicht, dass ich in diesem Leben zum ersten Mal nach Erleuchtung gesucht habe. Ich hatte irgendwann mal das Gefühl, dass es schon zig Leben oder viele Leben waren, wo ich nach Erleuchtung gesucht oder nach sowas Ähnlichem gesucht habe eben und nie irgendwas gefunden habe. So. Ja, man weiß eben einfach nicht, wie lang der Weg schon ist. Und ist auch egal. Es ist egal. Das Verrückte ist ja, diese ganzen zeitlichen Betrachtungen, die werden ja vor dem Hintergrund dessen, dass du das schon bist auch wenn du es nicht, auch wenn du noch durch Gedanken oder durch die Objekte noch abgelenkt bist, bist du es ja schon bereits. Ja, das kann ich dir versichern. Ja. Selbsterkenntnis ist nicht etwas, dass etwas Neues dazukommt oder was wegfällt oder so. Vielleicht das Einzige, man könnte sagen, was wegfällt, ist die Vorstellung, die Vorstellung, jemand zu sein, die fällt weg, sozusagen. Ja, das so könnte man. Dein ganzes Leben hast du mal geglaubt, du wärst dieser Mensch jetzt, diese Person, dieser jemand. Und irgendwann fällt das vollkommen weg, beziehungsweise es wird irgendwie so traumgleich, das Erleben. Also du erlebst dich zwar noch weiter als Mensch, aber das ist wirklich nur wie in so einem Traum. Ständig, das ist, so erlebe ich es. Also es ist einfach nicht real, irgendwie so. Und auf eine andere Weise total real. Also beides gleichzeitig. Total real und total irreal. Also, ja. Ja, danke. Jeanette Nicole fragt etwas, aber ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe. Naja, im Endeffekt ist der Schmerz da. Mit oder ohne ich ist es nicht tröstlich, da man den Schmerz so oder so fühlt. Danke, ja. Soll ich nochmal lesen, oder? Ja, lies nochmal vor. Naja, im Endeffekt ist der Schmerz da. Mit oder ohne ich ist es nicht tröstlich, da man den Schmerz so oder so fühlt. Ja, Schmerz wird auf jeden Fall gefühlt, ja, ob man nur erleuchtet ist oder nicht. So, man kann zwar durch yogische Techniken Schmerz abschalten oder auch durch eine Schmerztablette, das ist der einfachere Weg, ja. Aber erlebt wird der ganz, im Normalfall würde der Schmerz immer erlebt werden. So. Es ist aber ein Unterschied, ob ich als das, was ich bin, identifiziert bin mit einem Schmerzkörper, ja, mit diesem Schmerzkörper, mit diesem Körper, der den Schmerz empfindet. Wenn ich jetzt mit diesem Körper identifiziert bin, dann ist das schon eine andere Geschichte.
als wenn ich eben mit dieser Person genauso identifiziert bin wie mit allem anderen. Also, genauso wie mit der Wand hinter mir oder mit meinem T-Shirt. Ja? Also ich bin genauso identifiziert mit diesen ganzen Dingen wie mit meinem Körper. Und dann natürlich wird hier Schmerz gefühlt, ja, aber das ist eben nur ein kleiner Punkt im Ganzen. So. Also es ist schon, für mich macht es schon einen Unterschied, ob man jetzt als identifiziert oder als abgegrenztes Wesen sich mit Schmerz konfrontiert sieht, ja, das ist schon etwas anderes, als wenn der Schmerz da ist, aber keiner, dem der Schmerz gehört, könnte man sagen. Ja, da ist kein Besitzer von dem Schmerz. Der Schmerz ist da, aber er gehört mir nicht, sozusagen. Er ist einfach eine Erscheinung im Gesamten. Und das, ich weiß nicht, ob das tröstlich sein kann, keine Ahnung. Soll ich weiterlesen, oder? Ja, doch, gerne. Also, ja. Okay. MMG fragt, was, wenn das Herz zu ist? Nochmal, das habe ich nicht akustisch nicht verstanden. Was ist, wenn das Herz zu ist? Was, lässt sich das glauben, dass dein Herz zu ist? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du da von dir selber sprichst. Was ist es, warum du das so empfindest? Also was steckt da jetzt für dich dahinter, dass du das Gefühl hast, dein Herz ist zu? Das muss einen Grund haben, dass der Eindruck entstanden ist. Können wir mal warten, ob noch eine Antwort kommt, und dann lese ich schon mal die nächste. Ja, gerne. Also ja. Sonst ist es, wenn kein nichts mehr kommt, ist das jetzt auch, dann ist das jetzt die Antwort. Ja, okay. Ja, okay. Manuela. Manuela? Ja. Manuela schreibt, ich bin nicht mein Körper, als Feststellung. Und wie komme ich aus dem Schmerzkörper raus? Danke, Manuela, für die Frage. Ein bisschen widersprüchlich. Du sagst auf der einen Seite, du bist nicht dein Körper, auf der anderen Seite willst du raus aus dem Schmerzkörper, der ja Teil des Körpers wohl ist. So empfinde ich das.
Wenn du nicht der Körper bist, warum dann raus wollen? Und wenn wir von Körper sprechen, Körper ist für mich dreifach sozusagen. Ja, wir haben einen grobstofflichen Körper, einen feinstofflichen Körper und einen kausalen Körper. Karma-Körper könnte man auch sagen. Den Schmerzkörper würde ich schon im grobstofflichen Körper verorten. Wenn du das nicht bist, brauchst du ja nicht raus. Und es geht schon wieder in die Richtung, dass man sich eigentlich die Frage stellen könnte, wer bin ich? Also was ist es, dass er sagt, ich bin nicht der Körper? Was ist es, dass das feststellt? Wer stellt das fest? Diese Erkenntnis, ich bin nicht der Körper, wenn die eben... wenn die konzeptionell ist, ja, wenn die gedanklich sozusagen ist, dann ist das zwar konzeptionell vielleicht richtig, aber es ist nicht das, was Befreiung bringt. Erst wenn du wirklich ständig das, wie soll man sagen, wenn das zur greifbar zur manifesten Wahrheit für dich ist, wird oder ist schon, ja, dass du eben nicht der Körper bist. Ja, wenn das eine ständige Tatsache ist, dann erübrigen sich doch eigentlich auch alle anderen Fragen. Manuela schreibt, ich habe verstanden, dass ich nicht mein Körper bin, kann das aber nicht fühlen. Ich habe es bisher nur gehört. Ah, okay, ja. Danke, ja. Okay, das... Ja, dann ist es klar. Vom Verstand her ist es ein Anfang und dem nachzugehen ist auch sicherlich gut, dass man da eine andere Sichtweise auch an sich ranlässt, weil wir sagen ja, im Westen sagt dir jeder, du bist der Körper, und wenn du damit zum Arzt gehst und sagst, ah, ich bin nicht der Körper, dann kriegst du schon Empfehlungen, dich mal untersuchen zu lassen von entsprechenden Fachärzten. Ja, also erstmal ist es wichtig, dass man das überhaupt konzeptionell an sich ranlässt und das für möglich hält, dass man etwas anderes vielleicht ist als nur der Körper. Ja? Und bei dieser Aussage, ich bin nicht der Körper, ist ja auch noch zu sagen, dass du ja gleichzeitig, man könnte sagen, du bist nicht nur der Körper, ja? Aber man könnte genauso sagen, du bist der Körper, aber eben nicht nur. Du bist nicht begrenzt auf den Körper. Das wäre so die positive Formulierung. Und die negative ist eben, ich bin nicht der Körper. Ich bin, eigentlich kann ich gar nichts finden, was ich konkret bin. Das wäre dieser negative Weg. Ja? Auch als Neti-Neti bekannt, wo man also versucht rauszufinden, wer bin ich, ja, und erstmal feststellt, wer bin ich überhaupt, wer bin ich denn nicht. Ja? Und also ich bin zum Beispiel nicht. Wenn man das so betrachtet als Subjekt-Objekt-Beziehung, ganz normal, ja, vom Denken aus, dann bin ich nicht dieses Glas. So, ich bewahre dieses Glas, ja, ich bin das nicht. Ich bin der Zeuge des Glases. Ja. Genauso bin ich der Zeuge meines Bartes. Ja. Ich bin der Zeuge meines Körpers. Ich bezeuge meinen Körper, der ist da. So, ja. Also bin ich nicht der Körper. Der Körper erscheint, er ist nicht immer da. Aber ich bin immer da. So, ja. Ich kann nur empfehlen, da tiefer zu gehen. Also für dich rauszukriegen, stimmt das überhaupt? Ja, bin ich wirklich nicht der Körper? Ja, oder bin ich der Körper und vielleicht noch viel mehr? Ja, das,
Das ist wichtig, es geht eben nicht um gedankliche Erkenntnisse, weil die gedanklichen Erkenntnisse bringen immer nur neue Fragen und neue Gedanken auf. Ja, es geht eigentlich eher darum, wer die Gedanken erlebt. Wer gewahrt die Gedanken, wer gewahrt die Gefühle. Manuela schreibt, ich bin der Zeuge meines Körpers. Ja, wenn du das so empfindest, dann ist das so jetzt für dich. Ja, untersuch das, ja. Also glaub mir nicht, was ich sage, sondern untersuch es für dich selbst. Ja, ich kann nur Anregungen geben, ja, Hinweise, Pointers, ja, Hinweise, das kann ich geben. Ja, aber letztendlich, was den Frieden für jeden Einzelnen bringt, ja, das ist immer so, weil der ist eigentlich schon da, ja. Das ist eben, das ist die eigene Untersuchung. Ja, das eigene Begreifen, das kann dir niemand abnehmen. Ja, die Praxis ist dann das Entscheidende, dass du es machst, dass du für dich das rausfindest. Ja, ist es wirklich so? Alle sagen, ich bin nicht der Körper. Okay, wer bin ich denn dann? Nicht bei den Gedanken stehen bleiben. Es macht Sinn, sich Fragen am Anfang mit Gedanken zu beantworten, aber dann wird man schnell feststellen, dass das wirklich wie eine Maschine ist. Ein Gedanke bringt den nächsten Gedanken. Eine Antwort bringt die nächste Frage. Ich sage nichts gegen das Fragestellen und nichts gegen das Antworten und alles, ja. Alles richtig, alles wichtig in seinem Bereich. Aber letztendlich, was dich glücklich macht, bist du selbst. Ja? Du bist selbst das Glück, was du suchst. Du bist selbst der Frieden, den du vermisst. Manuela schreibt weiter, naja, ich kann meine Hand beobachten, also kann ich sie nicht sein. Und oh ja, diese ganzen vielen Fragen. Ja, das ist die, was du zum Schluss gesagt hast, ist ja, das wäre Neti-Neti. Ja, also ich stelle fest, was ich nicht bin. So, indem ich es ganz bewusst bezeuge, indem ich eine ganz bewusste Subjekt-Objekt-Beziehung herstelle, wo ich dann erkenne, dass ich das Objekt nicht sein kann, weil ich ja das Subjekt des Objektes bin. Ja, ganz einfach. So. Insofern kann ich die ganzen Objekte, die ich wahrnehme, ausschließen, ich bin das nicht. So. Okay, und dann gehe ich halt immer tiefer. Irgendwann fange ich dann an, mich selber zu untersuchen damit. Ja, also ich gewahre meinen Körper. Man kann sich ja auch so klar machen, hört sich ein bisschen brutal an, aber nicht die Hand. Wenn ich die abschneide, dann bin ich immer noch da. Jetzt sage ich, die Hand ist, das bin ich, so. Aber wenn die jetzt vom Körper getrennt würde, dann wäre ich ja noch da, aber die Hand wäre nicht mehr Teil des Körpers. Also wo fange ich an? Ja? Wo fange ich an und wo höre ich auf? Ja? Das gilt es zu untersuchen. Das geht dann so weit, dass man dann irgendwann immer mehr zu dem Ich-Gewahren kommt, zu diesem Ich-Gefühl selbst. So. Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Irgendwann kommst du darauf, was ist denn mit diesem Ich-Gefühl? Was ist mit diesem scheinbaren Subjekt, was alle normalen Objekte gewahrt? Und dann immer sagt, dieses Subjekt sagt dann immer, ja gut, ich bin das nicht. Okay, aber was ist dieses Ich bin? Was ist dieses Gefühl der Existenz? Woher weiß ich davon überhaupt? Ja, und wenn man das tiefer untersucht, dann wird man feststellen, dass man selbst dieses Ich gewahren, dieses Ich
dieses Ich Bin, was ja scheinbar auch manchmal gar nicht da ist irgendwie in manchen Momenten. Wenn man zum Beispiel total versunken ist in irgendeiner Tätigkeit. Die Sportler nennen das manchmal Flow, wenn die völlig so aufgehen in der Tätigkeit. Ja, das sind egolose Zustände. Ja, und dann merkt man plötzlich, huch, Mensch, dieses Ich-Gefühl, das war ja gar nicht mehr da jetzt. Aber ich wurde doch nicht unterbrochen. Also ich hatte ja keinen Blackout in dem Moment. Ja, ein Sportler im Flow, der ist ja noch da. Der kann sich auch genau erinnern. So. Ja, aber der Punkt ist eben, dass dieses Ich, dieses scheinbare Ich, was die ganzen Probleme verursacht, dass man noch nicht mal das ist. Weil man es gewahrt, man stellt dann fest, dass dieses scheinbare Subjekt des Ich-Gefühls, ja, dass das in Wahrheit ein Objekt ist. Manche Lehrer sagen ja auch, das ist ein Pseudosubjekt. Ja, das Ego ist ein Pseudosubjekt. So, und das kann man alles feststellen, für sich selber feststellen und verifizieren, indem man das untersucht, bei sich selber, immer wieder. Die Aufmerksamkeit im Ich Bin ruhen zu lassen oder ja, die Aufmerksamkeit dahin zu legen sozusagen und dann zu schauen, wie entwickelt sich das, was ist hier los, ja. Wie kann das sein, dass dieses Ich, womit ich mich identifiziere, wie kann es sein, dass ich das wahrnehme gleichzeitig, ja. Also da ist doch noch was anderes. Ja, da ist doch noch was mehr, da ist doch mehr noch. Woher wüsste ich denn sonst mich? Woher wüsste ich mich, wenn ich nicht gleichzeitig auch mein Zeuge wäre? Mein eigener Zeuge wäre. Manuela schreibt super, danke. Und Prometheus fragt, was bringt es mir zu wissen, dass ich nicht mein Körper bin? Ja, was bringt es? Ja, wenn du dir diese Frage nicht stellst, wer du bist, dann bringt das auch nicht viel. Außerdem, wie gesagt, es ist zweierlei. Es geht nicht um dieses gedankliche Wissen. Ich kann mir konzeptionell das ganz klar machen, kann ich mir beweisen, gedanklich, wenn ich das will, dass ich nicht der Körper bin. Das bringt nichts weiter. Das ist einfach nur konzeptuelle Spielerei. So, was letztlich Freiheit ist, ist absolut das zu sein, was man ist. Ja, das ist Freiheit. Absolut das zu sein, was man bereits ist. Und das absolut zu sein, was man bereits ist, bedeutet, sich selbst zu wissen, in Anführungsstrichen. Also, das ist allerdings nicht so ein das Wissen, was kommt. Ja, das ist ein, man könnte sagen, ein absolutes Wissen, welches identisch ist mit absoluter Existenz. Also ich setze hier Wissen und Existenz, diese Begriffe setze ich jetzt mal gleich. Absolute Existenz, absolutes Wissen. So, und dieses absolute Wissen von mir selber, das ist Freiheit. Das ist Erlösung. Wenn du danach nicht suchst, dann ja, weiß ich nicht. Dann ist ja alles gut. Also. Und wenn du danach suchst, dann findest raus, wer du bist. Für dich. Uta fragt, meinem Herzen geht es auch nicht so gut. Bei mir ist es fehlende Resonanz, obwohl ich meinen Menschen mag. Was ist das mit dieser Resonanz? Auch nur Gedanken? Das war jetzt eine Menge Begriffe. Ja. Wonach suchst du genau? Was ist deine tiefste Sehnsucht?
ich kann nur dazu sagen noch, dass auf dem spirituellen Weg der Selbsterkenntnis oder ja, wie auch immer man das nennen mag, ist man häufig ziemlich allein, weil das nur ein kleiner Teil der Menschheit überhaupt teilt. Überhaupt die ganze, also die Suche überhaupt danach wird schon von sehr wenigen Menschen wirklich ernsthaft betrieben. So, und da ist man schon recht allein, da ist wenig Resonanz häufig dann da mit anderen Menschen. Ja, das kann passieren. Ich würde mich davon aber nicht irritieren lassen. Denn es, meine Erfahrung ist, dass man immer wieder Menschen begegnet, wo es dann doch einfach passt und wo auch Resonanz da ist. Hier kommt als Antwort Kontakt erwachen. Kontakt erwachen? Ja, du fragtest, wonach suchst du oder so, glaube ich, ne? Und ja. Sie schreibt Kontakt erwachen. Mit Komma dazwischen oder wie? Ja, mit Komma. Okay, okay. Also sind zwei Dinge. Kontakt, du hast Sehnsucht nach Kontakt mit anderen Menschen und nach Erwachen. So habe ich das jetzt verstanden. Also du hast schon den Wunsch zu wissen, was du wirklich oder wer du wirklich bist. So, das ist das. Genau. Und das sagte ich ja eben schon. Auf diesem Weg kann man auch manchmal ziemlich allein sein. Ja, das ist eigentlich so, was den Alltag betrifft, ist man da auch ziemlich allein. So erlebe ich eigentlich auch immer so. Ich kann auch nur mit ganz wenigen Menschen überhaupt über diese Dinge reden. Von überhaupt so, also auch unter Freunden und so. Das will von meinen Freunden und so will immer keiner was davon hören. So. Das ist irgendwie so, ja, er schon wieder, ne, so der Philosoph. geh der Sehnsucht nach, ja, geh dem nach. Ja, wenn du erwachen willst, wenn du wissen willst, wer du wirklich bist, versuche einen Weg zu finden, der dir erstmal Erleichterung verschafft, der dir gut tut. Ja, versuch Dinge zu finden, die dir gut tun und vertief das dann. Von da aus geh weiter. Und dann werden auch, wenn du deinen Weg gehst, ja, wenn du den gehst, ohne jetzt, ich würde primär mich darum kümmern, wer bin ich wirklich? Das würde ich primär verfolgen und nur sekundär dann, dass du Kontakte hast. So, die Kontakte stellen sich, wenn du ganz du selbst bist, stellen sich die Kontakte automatisch ein. Die richtigen dann. Ja. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ich lese noch zwei Kommentare vor, die da noch stehen. Ich finde, die passen sehr gut zusammen. Manuela schreibt, ich will wissen, wer ich bin. Und Prometheus schreibt, meine tiefste Sehnsucht ist Gott. Mhm. Ja, ich sagte es bereits, geh dem nach. Ja, und lass dich nicht irritieren von, wenn man so sagt, die Suche ist Unsinn und so. Ja, natürlich, letztlich ja. Aber wenn sie denn da ist, ist sie da. Und wenn die Suche da ist, ist sie auch heilig. Denn alles, was da ist, ist auch heilig, sozusagen. Heilig, naja, ist so wie ein religiöser Begriff. Ja. Sagen wir so, alles, was existiert, ist auch wahrhaft. Denn sonst wäre es ja nicht existent. Ja. Das ist alles, komplett alles. Geh dem nach. Ja. Sei ehrlich zu dir selber. Fühl das, was du, das, was dich bewegt, das, ja, und geh dem nach. Und nicht von scheinbaren Misserfolgen entmutigen lassen. Ja. Einfach weitermachen. Wenn man mal was findet, was nicht so passt, probiert man das nächste aus. So. Ich kann nur jeden ermutigen, dem nachzugehen, weil es, naja, was heißt, es lohnt sich. Also ich kann nur sagen, für mein Leben, für eine über 34-jährige Suche, ich bereue
keine Sekunde. Ja, mein Leben hat dadurch andere, wie soll ich sagen, Unzulänglichkeiten bekommen. Durch die Suche ist vieles auf der Strecke geblieben. Ich habe keine Kinder, ich habe keine Familie gegründet selber. Ich habe Freunde, ich habe auch ab und zu mal eine Beziehung, ja. Aber ich habe sonst nicht das, was andere Menschen im normalen Leben erreichen. Job machen, Kinder kriegen, Familie gründen, vielleicht irgendwann Enkelkinder kriegen. Das ist alles an mir vorbeigegangen. Aber ich finde es vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Es lohnt sich. Ich würde es genauso wieder machen. Wenn ich mein Leben nochmal so leben müsste, würde ich es genauso hundertprozentig alles nochmal genauso machen. Ja, wirklich. Okay, ja. Möchte noch jemand was sagen? Ja, die Manuela sagt, ich danke euch beiden ganz herzlich. Danke dir für deine Beteiligung und auch an alle anderen, die sich hier beteiligt haben und Fragen gestellt haben. Vielen Dank dafür. Und ich wünsche allen, die das jetzt hier mitkriegen, noch einen schönen Abend.